gut, herzlich willkommen beim Eintracht-Orakel, zum Eintracht-Orakel bei Mr. Eintracht. Ich finde mich unter Eintracht selbst. Wir wollen den Vorsprung auf 9 Punkte erhöhen. Dafür müssen wir heute gewinnen. Hat 9 Punkte Vorsprung natürlich auf Platz 7. Sei denn Stuttgart gewinnt in München, das sind so 8 Punkte. Viele sagen jetzt, als ob Stuttgart gewinnt. Ja, erinnert euch einfach mal an 2018. 34. Spieltag. Gott, als wir scheinbar Europa verspielt hatten. Weil die Bayern 5-1. Ah, da läuft keiner in den kurzen Raum rein. Zu Hause verloren hatten. Wieder nur auf Platz 8 waren, aber auf Schalke 0-1 verloren haben. Und scheinbar, ja, wie gesagt, Europa verspielt war. Aber wir wissen auch alle, was dann eine Woche später, 2018, in Berlin passierte. Ach, komm, Barkok. Muss ich jetzt versuchen. Ich auf jeden Fall das Unentschieden zu halten. Denk mal. Ach komm schon! Mit dem Unentschieden kann man mehr leben. Also wir zumindest. Na, das sind immer noch 6 Punkte. Und ich denke mal. Nee, so hinten da keiner hin. Und bei 8 noch zu spielen, ist das in Ordnung. Trotz schweren Restprogramms. Ich meine. Ich weiß, ich spiele noch in Dortmund, in Leverkusen, wo wir gerne aufs Fressbrett bekommen. Was war das denn? Vom Hinterecker. Ich weiß in Dortmund eigentlich nicht, aber vor allem in Leverkusen halt, ne? Nichts. Selbst als Leverkusen zeigt man eine Schwächephase hat. Haben wir das Fressbrett bekommen. Dortmund, ja, in den letzten Jahren dreimal verloren, aber trotzdem öfters mal knapp. Also ich will das definitiv nicht irgendwie, keine Ahnung, die Tordifferenz uns versauen. Das darf halt wirklich nicht passieren. Schöner Ball auf Rode jetzt. Rode treibt das Spiel nach vorne. Schöner Ball auf Barkok. Geklärt. Rode! Ach du Scheiße, hätte den. Möglichkeit! Und jetzt aber der Eintracht macht schön Druck. So. Ah, Spieler zu Kamada. Die kurze Variante. Spielt den ganz nach oben. Aber wieder gut den Ball erobert. Union kann sich kaum befreien. Verliert nämlich schnell den Ball wie hier. Kommt. Jetzt gehen wir ganz ran und weiter. Gut gepresst. Ach du, kostisch. Versucht ihn direkt zu nehmen. Entweder er geht über Stadion oder er geht halt in den Winkel rein. So, 0-0. Eintracht natürlich mit der Dominanz. Aber noch nicht mit den Toren. Wir können gespannt sein, ob das sich in der zweiten Halbzeit ändert. Da wollte
Kruse läuft mit dem Kopf durch die Wand. Das Möglichkeit. Kamada. Kamada! Auf den Mann. Trotzdem Eckball. Da Silva! Tor! Schönes Ding. Ein wichtiges Ding. Und dann ist natürlich jetzt Union gefordert. Das ist sehr gut sogar. Und mein Kopf, wenn wir jetzt noch unentschieden spielen würden, wäre in Ordnung. Aber eigentlich, wenn du führst gegen Union, auch zu Hause, auch wenn es ohne Fans ist, willst du das Ding natürlich auch nach Hause bringen. Komm, komm. Oh, noch besser, weil was. Wo war Kamada, wäre auch geil gewesen. Ah, ich habe jetzt noch drin. Oh. Gut abgelaufen, ach, das darf dir nicht passieren, Alter. Kannst du da hinspielen. Nachdem du so gut den Ball geholt hast, machst du so ein Ding. Na, Union. Holt sich direkt für den Ball, wenn sie ihn verlieren. Gut geblockt. Jetzt so, muss man für die Ballbesitz holen. Die Eintracht braucht wieder die Spielkontrolle. So wie jetzt. Möglichkeit. Und er blockt. Silber den eigenen Schuss. Also den Schuss von Barkov, vom eigenen Mann. Läuft wieder weg. Wechselt er näher. Und auch da holt sich wieder den Ball. Ich würde sagen, abseits, ne? Knappes Ding. Zeit dafür jetzt für die Eintracht. Silber ist raus. Kommt ruhig, das ist alles nacheinander. Für die Zeit ging gerade schnell 75. Naja. Schön. Jetzt vielleicht mal. Den Liga mit. Ah, der ist abseits. Aber nächste Auswechslung. Darf Ache ein bisschen spielen. Das ist Ache. Das ist ein guter Ball. Das. Oh. Schade aber auch. Gute Idee. Schön Rückraum gelegt, abgeblockt worden. Ach komm, und der Trab kommt nicht sofort raus. Hat er den in die Hand gehalten? Das ist eine ganz kleine rote Karte. Gibt immer wieder Beweis, würde ich sagen. Schön, der trägt nicht durch. Habe ich Handspiel echt aus, Alter. Mit mir ein Trainer, aber es ein gelb und rot gegeben hätte. Egal, egal, bringt Zeit, bringt Zeit. Das ist die letzte Chance für Union.
Der muss raus. Und er ist draußen, damit dürfte das Spiel zu Ende sein. Zeigen die Hauen noch nach vorne. Die kriegen noch die Chance, das ist verarschen. Und immer noch. Ne, Freistoß. Die kriegen noch einen Freistoß. Alter, jetzt schon 10 Mal abpfeifen können. Ach, Trapp ist da. Und es gibt immer noch die Ecke. Ich bin jetzt schon längst zu Ende sein müssen. Trapp, und dann Kuttermuttel und dann steht's. Am Ende wirklich 1-0. Da fällt der Ball vor die Füße von, ich weiß nicht, 1 und Jonah, vielleicht war es Kruse. Und dann passiert nichts. Hier sind die Chance von Union. Sicherlich am Ende hier und dort dann etwas glücklicheres. 1-0. Die Chancen waren auf beiden Seiten da, aber die Eintracht natürlich schon mit ein bisschen mehr Vorteil. Ball bis jetzt hat sich dann in die andere Richtung entwickelt. Gerade was die letzten Minuten dann betrifft. Ihr könnt gerne mal eure Tipps in die Kommentare hauen. Ich sag Arrivederci. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.